Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Rival Stars Horse Racing Handy Version. Es tut mir wahnsinnig leid, Leute, dass die letzten zwei Tage keine Videos kamen. Ich war und bin krank. Also die letzten zwei Tage war ich so krank, dass ich nur auf der Couch lag und mein Leben bemitleidet habe. Tatsächlich, heute geht's mir ein bisschen besser. Ich habe immer noch Kopfschmerzen, Halsschmerzen. Der ganze Schlüssel, den man so hat, wenn man krank ist. Aber keine Sorge, Leute, ich habe definitiv kein Corona. Ich habe gestern schon ein bisschen was alleine gemacht am Handy auf der Couch, Leute. Das zeige ich euch natürlich jetzt auch gleich. Aber bevor wir das tun, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gerade schon seht oder nicht. Es gibt ein neues Update. Auf meinem iPhone habe ich es schon. Das heißt, falls ihr ein iPhone habt, guckt nach, ob das Update bei euch schon verfügbar ist im App Store. Falls ja, ladet es euch runter. Es ist das coolste Update seit langem, denn wir können jetzt Genetik nachschauen. Die versteckte Genetik, die können wir nur nachgucken, wenn wir Gold bezahlen. Aber die Genetik von unseren Pferden können wir jetzt schon nachgucken. Wenn wir zum Beispiel Rival Record nehmen, dann, ich zeige euch jetzt hoffentlich das Bild von meinem Handy, das ich gerade eben gemacht habe. Und zwar, wenn wir bei Rival Record gucken, dann sehen wir jetzt einen weiteren Reiter, der bei mir auf Englisch ist, weil mein Handy ist auf Englisch, das hätte ich leider nicht rausgebracht. Das heißt Code, also Code Pattern, Leute. Und wir sehen hier, dass seine Base Color ist Black. Also er ist ein Rappe. Er hat kein Delusion. Delusion ist ein Cream-Gen, ein Champagne-Gen oder Grey. Es gibt keine anderen Delusions im Spiel außer Cream, Champagne und Grey. Und dann kommt eben das Pattern. Für 700 Gold könnten wir die Hidden Genetic angucken. Also die Genetik, die versteckt ist. Die Frage ist, wollen wir das bei ihm machen oder nicht? Ich bin einfach nur mega krass gespannt, ob er irgendwas Besonderes noch drin hat. Ich habe absolut keine Ahnung, Leute. Denn wenn er zum Beispiel irgendwas Tolles noch versteckt hat, dann wäre das natürlich richtig, richtig toll. Ich habe mir noch nicht dafür entschieden, wen wir alles testen sollen, denn es kostet richtig viel Gold, Leute. Aber dafür, ihr seht es gerade schon, bin ich jetzt wieder in den Start Club gegangen, denn wir bekommen 50 Gold pro Tag und ich nehme mal an, dass wir das erstmal ausprobieren wollen, weil ich kann verstehen, dass ihr jetzt keinen Bock habt, da ganz, ganz viel Gold zu investieren. Das heißt, ich mache das für euch. Wir gucken einfach verschiedene Pferde von uns durch. Ich zahle das Gold. Ihr könnt dann entscheiden, ob es für euch wert ist oder nicht. Und am Ende des Tages wissen wir dann entweder mehr oder nicht mehr. Ich bin mega gespannt. Das heißt, schreibt mir jetzt in die Kommentare, Leute, wen sollen wir alles testen? Aber ich hätte gesagt, genug von dem neuen Update, das ich einfach zu hart feier, Leute, es tut mir leid. Jetzt holen wir Bittersweets Fohlen ab. Der Papa von Bittersweets Fohlen ist natürlich unser Rival Record. Bittersweet ist eine Stufe 7 Stute, Rival Record ein Stufe 8 Hengst. Wir brauchen dringend, Leute, dringend, um Level 18 zu werden, brauchen wir dringend ein Stufe 8 Pferd, denn das ist unsere Aufgabe. Wenn wir diese Stufe 8 Pferd bekommen, entweder sofort oder erst, wenn wir es abholen, weiß ich nicht, werden wir instant Level 18. Denn wir sehen hier, Prestige 18 ist bei 1.950.000 Punkte. Und wir haben jetzt 1.902.428 Prestige Punkte. Und ich glaube, 80.000 gibt das das Ziel, das wir versuchen zu bekommen. Somit wären wir dann schon Level 18, obwohl wir dann noch eine Aufgabe vor uns haben. Deswegen, Leute, mir ist es vollkommen egal, was es für ein Pferd ist. Hauptsache, es ist Stufe 8. Seid ihr bereit? No. Ich persönlich bin definitiv nicht bereit, aber ich hätte gesagt, wir holen das Fohlen ab. Oh mein Gott, ich habe so Angst. Okay. Es ist ein Grollo ohne Stufe 7. Es ist ein Stutfohlen Stufe 7 mit 60, 60, 58. Really? Really? Jetzt, wo ich gerade Lovely Sign ist gerade, glaube ich, Stufe 23 oder so, Level 23, was auch immer geworden. Und dann bekomme ich einen Stutfohlen, das Bestwerte auf Geschwindigkeit und Sprintenergie hat? Really? Och mein Gott, Leute, was ist denn das? Aber sie ist süß, ne? Sie ist mega knuffig, Leute, aber
ich befürchte, dass es sehr, sehr schwierig ist, Rival Records Farbe irgendwie nochmal zu züchten, ehrlich gesagt. Wir versorgen das Fohlen natürlich. Sie heißt Vixens Jane. Das klingt irgendwie cool. Wir behalten den Namen. Ich weiß nicht, ob ich ihn irgendwann nochmal ändere. Ich finde ihn irgendwie cool und jetzt zählt's, Leute. Was hat sie für Vorlieben? 2200 Meter weich und Mitte. Ich hätte gesagt, das macht automatisch unsere Lovely Sign die bessere Stute. Sie hat auch eine sehr, sehr interessante Genetik. Ich weiß mittlerweile, sie hat so einen dunkelroten Basston und sie hat eine Delusion, also entweder Cream oder Champagne oder Grey. Von daher ist sie sehr, sehr, sehr besonders. Diese Stute, hätte ich gesagt, ist nicht so besonders, denn 2200 Meter ist eigentlich ein bisschen zu hoch und Position Mitte ist okay, aber dadurch, dass der Lovely Sign schon auf Level 23 gelevelt ist, hätte ich jetzt einfach gesagt, wir behalten Lovely Sign. Ich hätte gesagt, um gleich ein bisschen zu üben, gehen wir mit Calorie Chariot das Live-Event. Ich weiß es gerade nicht mehr, welches, Leute. Let's go, let's go, let's go, let's go! Kildare, 1200 Meter. Ja, das ist doch sehr überschaubar, 1200 Meter. Oh Gott, ich hoffe, wir kriegen das hin. Spirit Springs. We're trying to surprise the field. Okay, los geht's. Vorne Pferd. Leute, beim Vorne Pferd dürft ihr niemals den Start verkacken. Wenn ihr den Start verkackt bei einem Vorne Pferd, könnt ihr eigentlich gleich nochmal neu anfangen. Dann könnt ihr eigentlich... Oh Gott, jetzt haben wir uns nicht... Oh, ja. Dann könnt ihr eigentlich gleich nochmal neu anfangen, denn beim Vorne Pferd, wenn der Start nicht perfekt ist, das wird nix. Okay. Wir haben einen riesengroßen Vorteil, dass wir nur 1200 Meter haben. Bei Vorne Pferden ist es immer sehr, sehr gut, wenn es nicht sehr, sehr viele Meter quasi sind. Bei ihr ist das Problem, ich glaube, sie hat irgendwie 2200 Meter, das heißt, es ist viel zu hoch. Aber ansonsten ist sie ein sehr, 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 sehr gutes Pferd. Ich habe sie selber gezüchtet. Ich glaube, es ist die Tochter von Pleasant Perspective. Weil ich habe heute Vormittag die ganze Zeit nur damit verbracht, die Genetik von meinen Pferden durchzugucken. Und da habe ich eben auch gesehen, dass sie die Tochter von Pleasant Perspective ist. Glaube ich zumindest. Ich glaube, es war sie. Oh, ich bin lost, Leute. Und ja, die kleine Maus ist selber gezüchtet tatsächlich. Und wir rennen. Es hilft nicht, Leute. Wir müssen rennen. Lauf, Maus. Renn, renn, renn. Schneller, schneller, schneller. Das Wichtige ist, bei einem vorne Pferd dürft ihr nicht so früh loslaufen, sonst... Oh, das war knapp. Ist der Sprint aus, weil die sind nicht so schnell wie Mitte und hinten Pferde. 13. Ach Mann, ich hab wohl reingeschissen. Aber wir hatten auch zwei rote Fähigkeiten, Leute. Zwei. Dann fällt mir gerade ein, ich hätte euch beinahe vergessen zu zeigen, was ich mir gestern noch gekauft habe. Denn, Leute... Gestern, beziehungsweise das ganze Wochenende, gab es ja 50% auf die Ausrüstung. Und mir persönlich war die Ausrüstung von meiner Raindrops Blossom schon lange, lange ein Dorn im Auge. Und ich habe mir jetzt für knapp 2400 Gold das Set hier gegönnt. Ich weiß nicht, ob es ihr perfekt passt. Mir gefällt es aber richtig, richtig gut. Ihr seht, sie hat es auch schon dran. Ganz offensichtlich, das ist eben neu, habe ich gestern geholt. Ich habe es natürlich am Handy geholt und deswegen war es hier noch als neu angezeigt. Somit haben jetzt die meisten meiner Pferde besondere Ausrüstungen drauf, was mich richtig freut. Hier, meine kleine Radiant Sequel hat übrigens das Mondglück-Set bekommen. Was ich persönlich finde, steht ihr sehr, 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 sehr gut. Und ja, letztendlich haben alle meine Rennpferde, mit denen ich sehr, sehr oft rennen gehe, hier ist mein kleiner Captain America, Sets drauf. Wir haben letztendlich jetzt fast alle Sets, die ich unbedingt haben wollte. Ich warte natürlich bis zum nächsten Mal, bis so ein Angebot ist, bis ich mir wieder ein neues Set kaufe. Aber ich hätte gesagt, es ist richtig cool und ich bin mega, mega zufrieden. Dann hätte ich aber gesagt, war es das mit dieser Folge von Rival Stars Horse Racing Handy-Version. Wir haben leider nur ein Stufe 7 Pferd gezüchtet. Es hat mal wieder nicht geklappt. Wir probieren es natürlich beim nächsten Mal nochmal. Also ich hoffe, dass wir es tun. Dass wir beim nächsten Mal das Ganze nochmal probieren, dass wir ein Stufe 8 Pferd bekommen. Ich habe auch diese Stute natürlich schon gesehen, Leute. Sie ist wunderschön. Sie ist ein wunderschöner Overo mittlerweile. Also ich kann am Handy mittlerweile auch schon in die Genetik gucken. Hier geht sie noch nicht. Und
Und sie ist richtig, richtig schön. Das Einzige, was ich habe, sie ist vorne. Und für ein Vorne-Pferd 32 Euro zu bezahlen, uiuiui. Ich weiß auch jetzt schon, sie hat ein doppeltes Cream-Gen, was richtig, richtig krass ist, Leute. Doppeltes Cream-Gen und Oviero. Diese Zeichnung gibt's meines Wissens nach nur bei den Kaufpferden. Die ist so nicht zu bekommen, aber sie ist leider ein Vorne-Pferd, Leute. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da und bis zum nächsten Mal. Servus!